Na dann Prost, ne, Gemeinde. Prost. Prost. Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Ja, heute ist der große Tag, ne, Alex? Heute ist 10.10. Ja. Verlosung der Ölablassschraube. Ja, also wir haben einige Sachen uns mal rausgesucht. Einige, ja. Wie viele Zettel hast du da? Sind schon ein paar, ne? Mhm. Und ja, liest du einfach mal vor, was du... Ach nee, ein bisschen Spannung. Wie war es im Urlaub eigentlich? Super. Ja, Mike ist ja heute wieder da. Und Langeweile hatte ich auch. Da ist mir was Schönes eingefallen. Was ist dir eingefallen? Das ist ein Monteurs-Outfit. Monteurs-Outfit? Naja, für uns. Arbeitskleidung. Für uns. Arbeitskleidung für uns. Hat der Mike hier mal, soll ich mal zeigen? Ja, da war ja so ein Laden und da bin ich da mal hingewackelt. Können wir ja euch mal zeigen. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Kann man das sehen? Kann man sehen, ja, ne? Ja, kann man sehen. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Das ist unsere neue Dienstkleidung, genau. Sozusagen. Das Leibchen. Obwohl, wir können es eh nicht mehr ändern, das ist eh schon bestellt, ne? Hier, dein Handy. Ja, hast du schön gemacht. Also ich finde das gar nicht verkehrt. Geht, ne? Auch die Farben, ja. So, ja, wir haben uns überlegt, wen wir da jetzt nominieren. Da waren natürlich auch super Fragen dabei. Ne? Zum Beispiel, der eine hat geschrieben, wie fährt man einen Zweitakter? Schön vorsichtig, oder? Sollte man, ja. Ja, du kennst dich ja aus. Ich kenne mich aus, immer aufpassen. Und ja auch vieles doppelt, ne? Also viele Sachen kann man doppelt und dreifach und manche Sachen auch so unvollständig wie Zylinder optimieren. Was heißt das für uns nun? Ja, machen wir ja nicht. Ja, ist wieder Tuning, ne? Das wäre Tuning, genau. Vermutlich war der Hintergedanke bei den Leuten dann so. Ja, Alex, dann lest mal vor, für wen wir uns entschieden haben. Ja, also wir haben uns alle zusammengesetzt, haben uns die ganzen Fragen durchgeguckt und sind dann auf eine Sache gekommen, wo wir sagen, das können wir ganz gut unterbringen im Video, weil es hat mit Alex Maschine zu tun, weil das müsste da dann auch noch dringend gemacht werden. Genau, und zwar geht das um den Vorschlag von Tom B. Tom B. heißt ja, der. Ja, der hat geschrieben, moin, ich fände mal ganz interessant, wie ich meine alten Felgen aufarbeiten und zu Hause selbst einspeichern kann. Rundlauf einstellen etc. Rundlauf einstellen, genau. Ja, dann werden wir das mal machen, das Video. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Das Thema, wie willst du das machen? Originalfelgen hast du ja drin. Ja, die Felgen sind soweit in Ordnung, die sind heile, die sind nicht irgendwie mega vermackelt etc. Die werden dann halt aufgearbeitet. Erstmal vorgeschliffen, poliert, dann nochmal mattiert ein bisschen. Okay. Neue Speichen rein. Was nimmst du für Speichen? Edelstahl gleich. Edelstahl. Ja ist ja auch vernünftig. Die rosten. Du hast ja auch drin, glaube ich. Jo. Du auch? Ja. Und? Sehr gut. Tipptopp. Tipptopp. Aber wenn man gar nicht beigeht, kriegen die auch Flecken. Ja? Ja, aber kein Rost. Nur so ein Pitting. Rost nicht. Die kriegen Altersflecken. Da ist die Ölablassschraube. Also diese Originale, die ich hier in der Hand habe, die bekommst du. Und den Simson-Putzlappen, den Originalen, bekommst du auch noch mit dazu. Ja, haben wir es, ne? Herzlichen Glückwunsch. Tom B. hieß er. Ja? Super. Schicken wir dir zu. Bitte aber auf jeden Fall nochmal uns bitte anschreiben über die E-Mail-Adresse, dass wir deine komplette Adresse bekommen, sonst wird es schwierig mit dem Zuschicken. Ja? Okay, das war's. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.